Oh Mann, Leute, schaut mal. Da vorne ist Praxi sein Haus. Und Leute, ich habe mitbekommen, dass Praxi auf der Suche nach richtig vielen Diamanten war. Und ich werde euch heute 9 Wege zeigen, womit wir Praxis Diamanten klauen können. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Das Ganze wird richtig lustig, Leute. So, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, denn ich habe hier was richtig Cooles vorbereitet. Schaut mal, ich habe hier so ein Fass und hier habe ich 9 Sachen drin, womit wir gleich Praxis Diamanten klauen werden. Das Ganze wird richtig, richtig lustig. Also lasst auf jeden Fall mal ein Like dafür da, wenn ihr auch wollt, dass wir Praxis Diamanten klauen. Okay, okay. Ich würde sagen, wir fangen auch an mit dem ersten Weg. Und zwar habe ich hier so einen ganz besonderen Pfeil. Und ich zeige euch auch, was dieser besondere Pfeil kann, Leute. Glaubt mir, das wird richtig lustig. So, ich würde sagen, dafür machen wir uns erstmal auf den Weg zu Praxis Haus. Okay, ich muss da jetzt irgendwie hochkommen. Okay. Ich bin jetzt auf direktem Weg zu Praxis Haus und der tötet gerade seine Schweinefarm. Okay, das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Falle einzurichten, Leute. Okay, dafür würde ich sagen, müssen wir erstmal schnell in sein Haus rein, denn ich zeige euch auch direkt, wie das Ganze funktioniert. Okay, Praxi wird irgendwo hier seine Diamanten versteckt haben. Während Praxi da beschäftigt ist, würde ich sagen, aktivieren wir jetzt die Falle. Edgar, spinnst du? Oh nein. Leute, okay, jetzt oder nie. Okay, für die Falle brauche ich noch einen Werfer und eine Druckplatte. Die machen wir hier hin, den Werfer. Dann kommt hier dieser Rope Arrow rein. Und jetzt hier noch eine Druckplatte hin. Und zumachen. Und passt auf, sobald Praxi jetzt durch die Tür durchgehen wird, wird was richtig Lustiges passieren. Okay, ich verstecke mich jetzt hier und warte, bis Praxi zur Tür reingeht. Ich gehe jetzt mal zu meinen Diamanten. Aua! Hä? Oh Mann, Leute, schaut, es hat funktioniert. Guckt mal, Praxi ist gefesselt. Jetzt werde ich mir eiserne Diamanten schnappen. Das wird richtig cool. So. Oh. Hallo, Praxi. Hi, Lumi. Bist du gekommen, um mir zu helfen? Du bist der Beste. Mach mich los. Warum bist du denn gefesselt, Praxi? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war auf einmal gefesselt. Natürlich helfe ich dir, Praxi. Lumi. Warte. Ich muss aber erst ein Messer holen gehen, Praxi. Ich habe leider keins dabei. Tut mir leid, ich komme gleich wieder, ja? Bis gleich, Praxi. Was hast du in meiner Kiste gemacht? Gar nichts. Oh Mann, Leute, der erste Weg hat funktioniert. War das nicht richtig lustig? Oh Mann, schaut mal. Ich habe Praxis erste Diamanten geklaut. Richtig cool. So, Leute, während Praxi jetzt beschäftigt ist und versucht, neue Diamanten zu finden, werde ich direkt die nächste Falle vorbereiten, um seine Diamanten zu klauen. Und zwar brauche ich dafür einmal Treibsand, meine Freunde. Richtig, das Ganze ist Treibsand. Und zwar seht ihr schon, da unten, Leute, da geht Praxi immer angeln. Und da werde ich jetzt Treibsand hinmachen. Das heißt, sobald Praxi angeln gehen möchte, wird er im Treibsand versinken und ich kann mir seine Diamanten schnappen. Okay, dafür würde ich sagen, müssen wir erstmal ganz schnell runter zu seiner Lieblingsangelstelle. Okay, schnell, schnell, schnell. Dann bauen wir hier erstmal ein bisschen Sand ab. So, zack, ein bisschen Sand abbauen. Und jetzt kommt hier der Treibsand hin. So, komm schon, zack. Hier überall ein bisschen Treibsand hin. Und sobald Praxi hier reinlaufen wird, wird er einfach ersticken, Leute. Okay, jetzt müssen wir nur noch auf Position gehen und warten, bis Praxi angeln geht. Okay, ich verstecke mich am besten da oben auf dem Berg. Der merkt das keiner. Oh, warte mal, Leute. Praxi hat Diamanten dabei und er ist auf dem Weg zum Angeln. Schaut euch das an. Hoffentlich kriege ich hier ganz viele Fische. Ich habe sogar meine Diamanten dabei. So. Nicht mehr lange, Praxi. Oh. Ja, es hat funktioniert, Leute. Praxi geht im Treibsand unter. Oh, Lumi, du kommst richtig. Genau richtig. Gib mir deine Hand schnell. Natürlich, Praxi, natürlich nehme ich deine Hand. Aber du bist echt ziemlich schwer, Praxi. Lumi, beeil dich. Ich schaff das nicht, Praxi. Du bist zu schwer. Lumi. Leute, es funktioniert. Gib mir deine Diamanten, Praxi. Komm schon, gib sie mir. Leute, gleich ist Praxi tot. Dann kann ich mir seine Diamanten schnappen. Oh, ja. Schaut mal. Ich habe seine Diamanten bekommen. Und er hat sogar ein Diamantenschwert dabei. Richtig cool.
Oh Mann, die nächste Falle hat einfach funktioniert, Leute. Wow, das war richtig lustig. So, Leute, der nächste Weg, um Braxys Diamanten zu klauen, sieht so aus. Und zwar schaut in meine Kiste rein. Ich habe hier jetzt so eine Potion, aber das ist keine normale Potion. Denn wenn ich diese Potion trinke, Leute, dann passt ganz genau auf. Und zack, jetzt seht ihr schon. Wow, ich bin richtig klein, Leute. Guckt euch das an, wie winzig ich bin. Okay, Leute, ich bin jetzt so klein. Ich glaube, Braxy wird mich so auf keinen Fall... Oh, oh. Nein, Braxy, so, kommt, wo Leute. Ist Lumi? Lumi, komm sofort her. Ich weiß, dass du hier irgendwo dich versteckt hast. Ich will meine Diamanten... Hä? Leute, es hat funktioniert. Braxy hat mich nicht gesehen. Okay, jetzt nichts wie rein in sein Haus, Leute. Und zack. So, Braxy. Wo hast du deine wunderschönen Diamanten versteckt? Hast du sie wieder in deiner Truhe? Ja! Danke, Braxy, für deine ganzen Diamanten. Die nehme ich mir jetzt alle mit. Zack, zack, zack. Oh, Leute, ich habe mittlerweile schon über einen ganzen Stack. Oh, oh. Braxy, komm wieder, Leute. So, der kann was erleben, wenn ich ihn finde. Hä? Hier war noch meine... Wo sind meine Diamanten? Nein, nein, nein. Oh, oh. Lumi! Oh, oh. Nein, nein, nein. Schnell weg, Lumi? Leute. Oh Mann, schnell weg, Leute. Okay, Leute, der Weg hat auch super funktioniert. Wir haben jetzt schon über ein Stack Diamanten von Braxy geklaut. Wenn euch das gefällt, dann lasst jetzt unbedingt mein Abo da, Leute. Würde mich richtig freuen. Okay, okay. Ich würde sagen, wir kommen aber jetzt direkt zum nächsten Weg. Und zwar seht ihr schon, habe ich dafür hier einmal solche Engelsflügel. Jetzt fragt ihr euch, Lumi, was hast du vor mit Engelsflügel? Passt ganz genau auf, Leute. Wenn ich diese Flügel nämlich anziehe, seht ihr schon, schaut mal, habe ich richtige Flügel auf dem Rücken. Und ihr seht auch, Braxy hat einen Schornstein. Ihr wisst, was das bedeutet. Okay, Leute, ich beobachte Braxy jetzt erstmal. Was hat er überhaupt vor? Was macht er da? Oh Mann, Braxy, er packt sie sogar in den Schornstein rein, Leute. Das passt ja wie am Schnürchen. Das ist perfekt. Oh Mann, Braxy, du tust mir richtig leid. Ich werde jetzt all deine Diamanten klauen. Okay, Leute, jetzt nichts wie auf den Weg. Und zack. Wow. Guckt euch an, wie cool das aussieht. Ich kann richtig fliegen wie ein Engel, Leute. Jetzt müssen wir nur in den Schornstein reinfliegen. Und zack. Oh, okay. Hä? Oh, oh. Was war das? Oh, Lumi, bist du hier? Nein, bin ich nicht. Wenn du hier bist, du wirst diesmal niemals meine Diamanten finden, du Doofkopf. Oh Mann, das denkst du wohl, Braxy. Ich weiß, dass du sie hier oben versteckt hast. Komm schon, gib mir deine Diamanten, Braxy. Und zack. Komm schon, Braxy, wo sind deine Diamanten? Da ist die Kiste, Leute. Okay, und perfekt. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, oh. Leute, Braxy ist direkt da unten. Wir müssen jetzt schnell wegfliegen. Und zack. Wow. Ich habe all seine Diamanten geklaut, Leute. Es hat funktioniert. Okay. Nicht schon wieder. Oh nein, er hat es mitbekommen, Leute. Guckt ihn euch an. Oh, wie cool. Okay, wir landen aber wieder. Und zack. Perfekt. Guckt euch meine ganzen Diamanten an, die ich von Braxy habe. Ich würde sagen, die machen wir schon mal alle hier rein. Wow, über 2 Stacks. Boah, der tut mir richtig leid, Leute. So, während Braxy jetzt schaut, wie er sein nächstes Versteck baut, werden wir nach dem nächsten Weg schauen. Und zwar seht ihr schon, habe ich hier Trichter, Leute. Und glaubt mir, damit werde ich auch was richtig Lustiges bauen. Dafür muss ich mich aber wieder zu Braxys Haus schleichen. Okay, komm schon, Braxy, ich bin gleich bei dir. Okay, Leute, ich bin jetzt bei Braxys Haus. Oh, schaut mal, was hat er da vor? Okay, er baut da so einen komischen Zaun hin. Oh, und... Oh, wartet mal. Was macht Braxy da? Er versteckt die Kiste mit den Diamanten unter so einem Baum, Leute. Oh Mann, oh Mann. Okay, Braxy. Aber glaub mir, auch da sind deine Diamanten nicht sicher. Ich werde mir die nämlich alle holen kommen. Okay, Leute, Braxy hat die da versteckt. Wir müssen die aber irgendwie rausbekommen, ohne dass wir die ausbuddeln, weil das wird dann Braxy mitbekommen. Ich habe eine bessere Idee. Dafür habe ich ja meinen Trichter. So, eine Schaufel und eine Diamantspitzhacke. Okay, und zwar, Leute, werde ich mich jetzt hier einmal runtergraben. So, zack. So, Leute, ich grabe jetzt einfach immer weiter. So, okay.
Und jetzt müssen wir eigentlich direkt unter dem Baum sein, Leute. So, wartet. Oh, schaut, da ist Braxys Kiste. Perfekt. Okay, jetzt passt ganz genau auf, was ich vorhab, Leute. Und zwar nehme ich jetzt meine Trichter und die machen wir jetzt einmal hier drunter. So. Und zack. So, jetzt mache ich hier einen kleinen Raum frei. Zack. Und mache hier eine Kiste hin, Leute. Und jetzt werden alle Sachen, die Braxy da in die Truhe reinmacht, hier automatisch runter befördert in meine Kiste. Und theoretisch müssten jetzt alle Diamanten runterkommen. Guckt euch das an, Leute. So, wir machen das auch wieder schön zu, damit das ja nicht auffällt. Dann machen wir hier schön Platz für uns. Zack. Und jetzt können wir immer, wenn Braxy was reinmacht, eine Diamanten klauen. Richtig cool. Braxy ist da, Leute. Nein. Er macht neue Sachen rein. Jetzt hat er sogar Gold reingemacht und er merkt es nicht mal. Weil er sieht halt nicht, dass seine Sachen geklaut werden. Oh Mann, danke für dein Gold, Braxy. Oh Mann, Leute, jetzt nichts wie weg hier. Okay, Leute, ich bin zurück mit Braxy seinen Diamanten und guckt euch an, wie viel Diamanten wir mittlerweile schon geklaut haben. Wow, wenn er wüsste, der arme Leute. Aber egal, spätestens jetzt wird Braxy das bestimmt gleich mitbekommen. Deswegen brauchen wir jetzt den nächsten Weg, um seine Diamanten zu klauen. Und dafür habe ich was vorbereitet. Und zwar seht ihr schon, habe ich hier einmal Fake-Wasser. Und ja, Leute, glaubt mir, damit können wir was richtig Cooles machen. Okay, Leute, und zwar nehmen wir uns jetzt das Fake-Wasser. Und zwar habe ich gehört, dass Braxy auch ab und zu mal baden geht. Wie wäre es, wenn er anstatt im Wasser einfach im Fake-Wasser baden geht? Und dieses Fake-Wasser ist nämlich eigentlich Lava. Und er wird dadurch sterben und all seine Sachen verlieren. Jetzt werde ich nur noch eine gute Position finden müssen, wo ich das Fake-Wasser platzieren kann. So, Leute, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Wasser besorgt, denn ich weiß, dass Braxy hinter seinem Haus einen geheimen Pool hat. Da geht er immer heimlich baden. Den wollte er mir nie zeigen, aber jetzt weiß ich's und jetzt werde ich mich dafür rächen. Okay, Braxy, ich weiß, du hörst mich nicht, weil ich werde jetzt extra flüstern. Oh nein, er ist da, Leute, guckt euch das an. Okay, wir müssen uns jetzt hier vorbeischleichen. Oh nein, ich hoffe, er sieht mich nicht. Jetzt ganz schnell rüber und zack. Hier ist sein Pool, Leute. Okay, wir müssen jetzt das ganze Wasser einmal hier rausmachen. So, komm schon, alles schön raus hier. So, perfekt. Und jetzt kommt das ganze Fake-Wasser hier rein, Leute. Oh Mann, ich bin so gespannt, wenn Braxy gleich hier drin baden gehen wird. Okay, ich verstecke mich jetzt hier oben hinter dem Baum, Leute. So, jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis Braxy baden geht. Oh, die blöden Schweine, ich bin dreckig geworden. Ach, ich nehme ein kleines Bad. Und damit Lumi mir nicht meine Diamanten klauen kann, werde ich jetzt die einfach mitnehmen. So, da kann mir nichts passieren. So, warte. Und Spaß, Braxy. Oh, es funktioniert, Leute. Schaut euch das an. Leute, er ist gestorben. Jetzt kann ich also eine Diamanten klauen. Komm schon, schnell. Ich brauche deine Diamanten, Braxy. Komm her. So, perfekt. Jetzt nichts wie weg hier, Leute. Komm schon, schnell, schnell, schnell. So, Leute, wieder 38 Diamanten, die ich von Braxy geklaut habe. Schaut euch an, wie viele Diamanten ich jetzt habe. Oh Mann, Braxy, tut mir schon ein bisschen leid. Wenn Braxy euch auch leid tut, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Aber glaubt mir, das war's noch nicht. Denn der nächste Weg ist noch viel heftiger. Und zwar habe ich hier eine Unsichtbarkeitspotion. Und ja, wie der Name schon sagt, kann ich mich damit einfach unsichtbar machen und in sein Haus reinschleichen und einfach alles klauen, was er im Haus hat. Eigentlich super simpel, oder? Aber Braxy wird es nicht merken. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell hin zu Braxys Haus und dann klaue ich deine Diamanten. So, komm schon, Braxy. Es ist an der Zeit, die nächsten Diamanten zu klauen. Und zack. Okay, Leute, perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis er das Haus verlässt. Beziehungsweise ich mache einfach mal die Tür auf. Ganz schnell rein, Leute. Und zumachen. Hä? Was war das? Schweinis? Er denkt, es waren die Schweine, Leute. Perfekt, Leute. Braxy wird hier irgendwo seine Diamanten versteckt haben. Wahrscheinlich hier in der Kiste. Perfekt. Wie wär's, Leute, wenn ich die Kiste einfach mitnehme? Zack. Das merkt doch niemand. Oh Mann, Leute, guckt euch das an. Ich nehme einfach die Kiste mit. Okay, Leute. Perfekt. Hä?
Hä? Wieso? Schnell weg, Leute! Schnell! Meine Kiste fliegt? Oh nein, Leute, wir müssen uns beeilen! Oh, seine Kiste schwebt einfach davon! Wartet, wir stellen die hier ab, nehmen alle Diamanten schnell raus. So, wir haben alles rausgenommen, Leute. Hä? Wer war das? Das macht doch gar keinen Sinn, wieso... Halluziniere ich etwa? Hä? Oh, was ist mit mir los? Wo sind meine Diamanten? Oh, es hat funktioniert. Leute, guckt euch das an. Ich habe seine Kiste einfach weggetragen. Wie lustig war das denn, bitteschön? Also, wenn das lustig war, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Jetzt würde ich sagen, bringe ich erstmal schnell Braxys Diamanten in Sicherheit. So, ich habe jetzt Braxys Diamanten in meine Kiste reingemacht und bald habe ich die 5 Stacks voll. Richtig cool. So, Leute. Ich würde sagen, wir kommen zum vorletzten Weg. Und zwar haben wir hier einen Diamant, aber der ist verzaubert mit Fluch des Verschwindens. Das bedeutet, ich werde jetzt zu Braxy gehen und werde ihm die Diamanten anbieten und mich entschuldigen. Aber die werden mit der Zeit einfach verschwinden und sich in Luft auflösen. Okay, ich würde sagen, nichts wie auf den Weg zu Braxy. Braxy? Du Blödmann! Gib mir sofort meine Diamanten wieder! Braxy, ich wollte mich entschuldigen. Das, was ich getan habe, war ein großer Fehler. Und deshalb möchte ich als Entschuldigung dir einen meiner Diamanten zurückgeben, Braxy. Verzeihst du mir bitte? Wenn du mich auch nicht anlügst, ja. Ein toller Vogel da hinten. Wow. Hä? Wo denn? Willst du den Diamanten haben, Braxy? Mhm. Was bekomme ich dafür? Das sind meine Diamanten. Du bekommst gar nichts dafür. Okay, dann nimm ihn einfach. Und viel Spaß damit, Braxy. Ich muss jetzt aber auch ganz schnell los, ja? Mach's gut. Tschüss. Oh, so ein Doofkopf. Oh, er nennt mich Doofkopf. Braxy, wenn du nur wüsstest. Pass ganz genau auf. Damit mache ich mir jetzt eine viel coolere Rüstung. So. Hier. Hä? Oh, oh, oh. Da hat wohl der Fluch gewirkt. Sein Diamant hat sich in Luft aufgelöst. Leute, schnell weg. Oh, Lumi. Okay, Leute. Ich habe jetzt Braxys Diamanten alle geklaut. Ich glaube, das sollte reichen. Aber ich habe noch was Kleines für den Abschluss. Und zwar, seht ihr, habe ich hier so eine Kistenbombe. Ich würde ihm die einfach ganz gerne in sein Zimmer stellen. Dass, falls er in Zukunft neue Diamanten finden sollte, die einfach alle in die Luft gejagt werden. Deswegen würde ich sagen, lasst dafür jetzt nochmal unbedingt alle ein Like da. Denn das wird richtig lustig. Ich muss Braxy jetzt nur die Kiste vorbeibringen. So. Da kann sein blaues Wunder erleben. Blaues Wunder, Ha! Du Blödmann! Ich hab dich gefangen! Braxy, es tut mir leid. Ich hab dir extra eine Kiste voller Diamanten mitgebracht, weil ich mich entschuldigen wollte. Wie soll ich dir denn nach dem letzten Mal glauben? Mach sie doch einfach auf. Was soll schon passieren? Es ist nur eine Kiste, Braxy. Jetzt müssen wir nachdenken. Soll ich die Kiste aufmachen? Ich bin schon neugierig. Gib die Kiste! Gib her! Okay, ich stell sie dir hier hin, Braxy. Und raus, raus, raus! Viel Spaß mit der Kiste, Braxy. Oh, ich hab eine Überraschungskiste bekommen. Oh mein Gott, ist er noch hier? Na, du Blödmann! Ich gehe ja schon, Braxy. Oh so. Mann, Leute, passt auf. Wow! Ihr seid ja schon da. Hallo, Leute. Und damit willkommen zu... Was machen wir nochmal? Ah, stimmt. 20 Wege, um eure Freunde zu pranken. Ich habe mir richtig coole Sachen überlegt, um eure Freunde zu pranken. Und ihr seht schon, ich bin hier heute auf meiner kleinen Insel. Und da unten ist schon mein Freund Braxy. Der angelt da gerade. Keine Ahnung warum. Der braucht anscheinend neues Essen, ne? Und den werden wir heute pranken. Und ich werde euch ganz viele coole Sachen zeigen. Deswegen, wenn ihr richtig cool seid und ihr das nicht verpassen wollt, lasst jetzt in 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1. Danke, dass ihr ein Like da gelassen habt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren.
Ich muss einmal schnell in mein Haus rein, denn wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Braxy noch wach bleibt. Auf jeden Fall, wo? Ich weiß gar nicht, wo hab ich denn? Stimmt, in meinem Keller unten. Da geht's ganz tief nach unten. Da müssen wir jetzt mal schnell runtergehen. Oh Mann, komm schon, Lumi, wir müssen uns beeilen. Das ist mein riesiger Keller und ihr seht schon, ich habe hier richtig viele Sachen vorbereitet, mit denen ich heute meinen Freund Braxy pranken werde. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit Nummer 1 an. Und zwar ist das ein Kameramonitor. Denn ich habe gedacht, bevor wir mit allen anderen Pranks anfangen, werden wir erstmal Kameras platzieren, damit wir immer wissen, was bei Braxy so abgeht. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns unseren Kameramonitor und jetzt gehen wir schnell zu Braxy. So, ich habe meine Kameras geholt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz schnell zu Braxy. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Braxy ist davon immer noch am Angeln. Ihr seht das. Okay. Ich muss jetzt ganz leise machen. Ich glaube, so sollte er mich nicht sehen, Leute. Oh, komm schon. Lumi, schnell, schnell, schnell. Ich krabbel gerade hier lang. Guckt euch das an, Leute. Okay, ich würde sagen, die erste Kamera machen wir da an den Baum ran. So, Kameras, zack. Okay, okay, schnell die erste Kamera platzieren. Und mit dem Monitor verbinden, zack. Okay, jetzt müssen wir noch die nächste Kamera platzieren. Komm schon, komm schon. Oh, ich hoffe, Braxy sieht mich nicht. Wo ist der überhaupt? Oh, der angelt da immer noch. Guckt euch das an. Okay, ich platziere jetzt hier oben die nächste Kamera. Komm schon. Perfekt. Jetzt nichts wie weg hier, Leute. Oh Mann, komm schon schneller, Lumi. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt noch eine in sein Haus reinmachen. Okay, schnell, schnell, schnell. Wo mache ich die am besten hin? Die machen wir einfach hier oben drüber, genau. Okay, wir haben jetzt alle Kameras verbunden. Schaut euch das an. Ich kann jetzt hier überall schauen. Oh mein Gott, das funktioniert. Und die Kamera funktioniert auch. Schaut, Braxy fährt da gerade mit einem Boot rum. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir das schon mal. Jetzt schnell zurück zu unserem Haus. Denn jetzt würde ich sagen, machen wir direkt Prank Nummer 2. Zack. Da bin ich wieder. Und jetzt kommen wir direkt zu Prank Nummer 2, Leute. Und zwar seht ihr schon, ist hier ein Creeper-Ei drin. Denn, Leute, jetzt gibt's was ganz Besonderes. Und zwar, Leute, passt ganz genau auf. Denn ich hab hier jetzt so ein Morph-Menü. Schaut euch das an. Und jetzt morph ich mich einfach in einen Creeper. Wow! So wird mich Braxy auf jeden Fall nicht erkennen. Aber natürlich können wir als Creeper auch richtig explodieren. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt wieder schnell auf den Weg zu Braxy. Und oh, habt ihr das gesehen? Der springt da vorne irgendwo rum. Was hat er vor? Aber ich glaube, so wird uns Braxy auf jeden Fall nicht erkennen. Deswegen müssen wir jetzt ganz langsam machen. Wir sind ein ganz normaler Creeper. Na, 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 na. Oh, Braxy ist sogar da vorne. Schaut euch das an, Leute. Okay. Wir machen jetzt ganz langsam, denn wir sind nur ein ganz friedlicher Creeper, der ein bisschen was kaputt macht. Okay, okay, komm schon, Lumi, du musst dich trotzdem ein bisschen beeilen. Braxy baut da irgendwie was Neues an. Der baut da irgendwie ein Feld oder so an. Das ist perfekt. Ich bin nur ein Creeper. Oh Mann, das wird so lustig, Leute. Mal schauen, wie Braxy reagieren wird. Oh, 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 nein, ein Creeper. Oh, ja, nein, bitte nicht auf mein Feld, nein. Bam. Oh, Leute. Wir haben alles kaputt gemacht. Oh Mann, es hat funktioniert. Braxy, sein komplettes Feld ist kaputt und ich habe all seine Sachen. Oh nein, er ist traurig. Aber egal, es war nur ein Prank, Leute. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Ich bin wieder ganz normal Lumi, ihr seht das. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zu Prank Nummer 3. Und dafür habe ich Treibsand. Ja, ihr habt richtig gehört. Treibsand. Denn wenn man in Treibsand reinfällt, dann geht man da unter, bis man stirbt. Das heißt, das ist auch ein richtig cooler Prank, mit dem ihr all eure Freunde pranken könnt. Und das Ganze werde ich jetzt bei Braxy machen. Nur wo ist Braxy schon wieder? Braxy springt gerade da unten rum. Er ist gerade in seinem Haus, Leute. Perfekt. Das heißt, wir können unsere Falle aufbauen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Loch gemacht. Und wenn Braxy jetzt hier zum Strand laufen will, dann werde ich jetzt hier überall Treibsand hinmachen. Aber ich glaube, wir müssen das noch eins tiefer machen, weil er soll ja auch sterben, damit er all seine Sachen verliert. So, perfekt. Jetzt nur noch den Treibsand reinmachen und dann sind wir auch startklar. Komm schon, ich muss mich beeilen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, der Treibsand steht und jetzt... Oh, oh, ich höre Braxy schon, der kommt da schon wieder. Oh, nein, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, oh, komm, wir beobachten das jetzt, Leute. Da ist Braxy, guckt euch das an, der fährt da mit seinem Boot. Oh, komm schon,
Geh da rein, Braxy, du musst in den Treibsand reinfallen. Braxy ist ausgestiegen und... Was ist das? Hilfe! Oh nein! Was ist denn das jetzt auf einmal hier? Oh, hilf mir einer bitte! Leute, es hat funktioniert! Guckt euch das an! Braxy geht unter! Oh nein, er geht ja wirklich unter! Oh, er stirbt, Leute! Es funktioniert! Ja, was ein lustiger Prank! Jetzt kann ich mir wieder all seine Sachen nehmen. Guckt euch das an! Oh Mann, es hat funktioniert! Er ist gestorben! Das heißt, das war auch ein richtig cooler Prank. Ich würde sagen, wir machen direkt den nächsten. So, ich bin wieder in meiner Höhle angekommen. Und jetzt heißt es, ab zum nächsten Prank. Denn ihr seht schon, jetzt heißt es Diamanten! Aber jetzt fragt ihr euch, hä? Richtig, das sind keine normalen Diamanten. Das sind Diamantenminen. Das heißt, wenn man die abbaut, explodiert alles. Das wird richtig cool. Das bedeutet, wir müssen Braxy jetzt irgendwo die Diamanten verstecken, so dass er sie findet und abbaut. Dafür müssen wir erstmal irgendwo eine Höhle suchen. Ich glaube, ich kenne eine Höhle, wo Braxy immer hingeht. Die ist ganz da hinten. Die müssen wir jetzt nur finden. Komm schon, beeile dich, Lumi. Komm schon. Ich glaube, ich habe sie endlich gefunden, Leute. So, wir müssen jetzt nur noch einen guten Platz finden. Ja, ich glaube, wir machen die hier einfach rein, Leute. So, ich würde sagen, wir machen einfach hier so... Ja, wir machen hier eine richtige Diamantenerzquelle rein. So, zack. Und jetzt nehmen wir uns die Diamantenerzminen und machen die hier rein. Und sobald Braxy die abbaut, wird alles explodieren. So, aber jetzt nichts wie raus hier. Ich habe keine Lust, dass Braxy das noch mitbekommt. So, jetzt würde ich sagen, Leute, verstecken wir uns hier aber irgendwo, dass wir auch sehen, wenn Braxy kommt. Ich verstecke mich einfach hier hinten. Ja, ich glaube, hier ist gut. Hier sehe ich, wenn Braxy kommt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis Braxy kommt. Oh Mann, ich glaube, der... Doch, er kommt. Ich wusste es. Oh Mann, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich glaube, er hat die Diamanten gefunden. Er will sie abbauen und... Oh, es ist explodiert. Er brennt. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Oh Mann, er ist gestorben, Leute. Es hat funktioniert. Perfekt. Guckt euch das an. Oh Mann, jetzt kann ich mir gerne ganze Sachen einsammeln. Oh Mann, wie cool. Es hat funktioniert. Jetzt schnell raus hier. So, ich bin wieder in meiner Höhle. Und jetzt würde ich sagen, geht's direkt zum nächsten Prank. Und zwar haben wir hier einmal Fake-Wasser. Wenn ich da reinlaufe, dann sieht das zwar aus wie Wasser, aber eigentlich ist es Lava und man stirbt. Und deswegen würde ich sagen, pranken wir Braxy jetzt damit. Okay, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu Braxys Haus. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Prank. Dafür müssen wir in sein Haus rein. Braxy ist gerade sowieso irgendwo da hinten. Von daher passt das. Jetzt müssen wir schnell rein. Komm schon, Lumi. Zack. So. Ja, hier ist Braxy seine Badewanne. Da machen wir das normale Wasser raus. Und jetzt kommt hier das Fake-Wasser rein. Oh Mann, ihr seht, es sieht genauso aus wie Wasser. Aber sobald er da reingeht, wird er sterben. Okay, jetzt schnell raus hier. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Zack, zack, zack. Ich verstecke mich jetzt hinter dem Baum. Und jetzt gehe ich in die Kamera und kann hier in sein Haus reinschauen. Jetzt warten wir nur noch, bis Braxy wiederkommt. Braxy ist wieder da. Was macht er da? Er hat Diamanten gefunden. Da muss er bestimmt jetzt baden gehen nach so einem lang anstrengenden Tag. Komm schon, Braxy, geh baden. Ja! Oh, er ist gestorben. Es hat wieder funktioniert. Oh Mann, Leute, was ein cooler Prank. Ich würde sagen, wir können direkt zum nächsten gehen. So, ich bin wieder unten in meiner Prank-Höhle. Und wir kommen direkt zum nächsten Prank. Und zwar seht ihr schon, das ist ein Pfeil. Sondern ein Rope-Pfeil. Das heißt auf Deutsch, dass das quasi eine Fessel ist. Das heißt, wenn ich Braxy damit treffe, wird er gefesselt und kann sich nicht mehr bewegen. Und dann können wir ihn mitnehmen. So, ich bin gut vorbereitet, denn ich habe auch einen Bogen und eine Leine dabei. Und jetzt müssen wir Braxy damit nur abschießen. Okay, das heißt, ich mache mich wieder auf dem Weg zu Braxys Haus. Ah, ich weiß gar nicht, wo ist der gerade? Ich sehe ihn gar nicht. Oh Mann, ich hoffe, der ist zu Hause. Oh Mann. Oh, Braxy ist da. Oh, was macht der da? Er will Holz fällen. Hm, wir müssen uns anschleichen. Oh, da ist er. Jetzt oder nie, Leute. Achtung und... Zack. Oh, oh hallo, Braxy. Hä? Was war denn das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Komm mit, Braxy. Ha, du bist jetzt mein Gefangener. Komm mit. Oh, Lumi, lass mich los. Ich lass dich nicht los, Braxy. Ich hab dich jetzt gefesselt. Komm mit mir, Braxy.
Lass mich los. So, Brax, du siehst ja, hier ist Wasser. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich dich da reinwerfe. Nein. Oh Mann, Brax. Ich kann nicht schwimmen. Brax. Oh, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Nein. Oh Mann, es hat funktioniert. Brax ist direkt ertrunken. Und er hat sogar Diamanten dabei. Die nehme ich mir. 32 Stück. Und sogar ein Diamantenhelm. Das ist jetzt alles meins. Haha, es hat funktioniert, Leute. Wir können direkt zum nächsten Prank gehen. So, ich bin wieder in meiner Höhle. Und jetzt heißt es ab zum nächsten Prank. Und ihr seht schon, ich habe etwas vorbereitet. Denn da ist Klaas. Aber das ist kein normales Glas, Leute. Passt auf. Das ist One-Way-Glas. Das heißt, das ist nur von einer Seite Glas. Das heißt, ich kann Braxy die ganze Zeit ausspionieren. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns schnell auf den Weg zu Braxys Haus. Und dann bringen wir dieses Glas schnell an. So, ich hoffe, der ist nicht zu Hause. Okay, ich glaube, der sammelt gerade seine Sachen noch da hinten ein, weil er ja gerade gestorben ist. Aber ich habe das ja alles geklaut. Upsi. So, okay. Ich glaube, ich weiß, Braxy hat hier irgendwo... Ah, ich sehe es schon, da unten. Der hat hier nämlich eine geheime Base gebaut, weil er Angst hat in seinem Haus, weil er schon so oft von mir geprankt wurde. Aber Braxy, du bist da unten nicht sicher, denn ich zeige euch das, Leute. Schaut mal, da oben geht's nach unten in seine Base und ich werde da gleich ein geheimes Fenster reinbauen. So, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt schnell nach unten. So, komm schon, Braxy. Komm schon, ich werde dich wieder pranken. So, Braxy ist auch gerade rausgegangen. Perfekt. Jetzt kann ich hier schnell aufbauen, Leute. Achtung. Zack. So. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Ich darf keine Zeit verlieren. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Geheimgang nach unten gebaut. Und jetzt nehme ich dieses One-Way-Glas. Und das mache ich jetzt hier hin. So. Zack, so, zack, überall hinmachen, genau so. Aber ihr seht jetzt hier von hinten, Leute, ist das ganz normales Glas. Und ich kann hier durchschauen und kann Braxy heimlich beobachten. Aber von seiner Seite aus sieht er das gar nicht, weil da ist das nämlich ganz normales Stein. So, jetzt müssen wir nur auf Braxy warten. Ich will nämlich beobachten und schauen, was er mir verheimlicht. Oh, er kommt, Braxy ist da. Das darf Flumi nicht sehen hier. Oh, der hat ein Diamantenschwert. Ich wusste, er verheimlicht mir etwas. Er ist wieder rausgegangen. Mann, er meinte zu mir, er hat kein Diamantenschwert. Das ist echt gemein. Er verheimlicht mir das einfach. Ja, jetzt weiß ich's, Braxy, weil du hast mich nämlich nicht gesehen wegen dem Fake-Glas. Haha. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Prank, Leute. So, und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Das wird der Hammer. Und zwar, Leute, boah, das ist echt gefährlich. Das dürft ihr auf keinen Fall nachmachen. Und zwar, Leute, oh, das ist Gift. Damit kann ich einfach das komplette Minecraft-Biom vergiften und alles Grüne ins Schwarze verwandeln. Das ist richtig gefährlich. Aber ich werde das jetzt austesten, um Braxy zu pranken. So, okay, ich muss mich beeilen. Boah, das ist schon ein bisschen gemein. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Prank, Leute. So, okay, jetzt schnell zu Braxy. Ich weiß auch schon, wo ich das machen werde. Und zwar, Braxy hat sich da hinten irgendwo einen Blumengarten angepflanzt. Da werde ich das Ganze ausprobieren. Okay, okay, okay. Ja, da ist Braxy, sein Blumengarten. Guckt euch an, wie schön er das gebaut hat. Das wird gleich alles schwarz sein. Wir müssen nur warten, bis Braxy da weggeht. Ich verstecke mich hier im Gras, Leute. Zack, jetzt wird er mich nicht finden. Komm schon, Braxy. Ich bin versteckt. Jetzt hier durchs Gras schleichen, Leute. Oh mein Gott. Komm schon, Braxy. Wo läuft Braxy hin? Er ist weggegangen. Das ist unsere Chance, Leute. Okay, okay. Achtung, alle aufgepasst. Und zack. Oh, guckt euch das an. Das wird alles schwarz, Leute. Oh mein Gott. Sein kompletter Blumengarten wird vergiftet. Seht ihr das? Oh Mann, komm schon da auch. Oh mein Gott, wir haben noch eine Flasche. Nimm das. Oh Mann, wo seine Blumen fangen auch schon an, kaputt zu gehen. Oh Mann, Leute. Guckt euch an, was aus so einer schönen hellen Wiese geworden ist. Auf einmal ist alles dunkel und verdorben. Oh, Braxy wird sich richtig ärgern. So, Leute, ich warte jetzt auf Braxy und ich will seine Reaktion sehen. Ich verstecke mich jetzt hier wieder im Gras. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Wo ist Braxy? Oh, was ist denn hier passiert? Es ist alles schwarz. Oh, Mann, warum? Meine ganzen schönen Blumen. Oh, oh nein.
nein, Braxy weint sogar, Leute. Auf jeden Fall hat der Prank funktioniert. Das ist das Wichtigste. Jetzt lasst uns direkt zum nächsten Prank gehen. So, ich bin wieder in meinem Keller angekommen und jetzt ist es Zeit für den nächsten Prank. Und zwar seht ihr schon, das ist eine Rakete. Denn ich werde jetzt einen Raketenwerfer bauen, der Braxy immer abschießen wird. Das wird richtig cool. So, ich habe jetzt alles Wichtige, was ich brauche. Und jetzt würde ich sagen, platzieren wir das schnell. Die Frage ist, wo mache ich das hin am besten? Oh, ich habe schon eine coole Idee. Und zwar, Braxy pflückt hier immer seine Äpfel in seinem Apfelgarten. Ich würde sagen, wir machen die Kanone genau dahin. Dafür müssen wir den Baum schnell abbauen. So, und jetzt werde ich hier den Turm hinbauen. Zack, daran jetzt den Raketenwerfer, genau. Da müssen wir jetzt aber noch einen Redstone-Reaktor und ein Solarpanel reinmachen. Natürlich Raketen. Und Redstone für den Antrieb. Jetzt seht ihr schon, wird der Kraftstoff aufgetankt. Jetzt müssen wir noch aktivieren, dass Spieler angegriffen werden. Und schon ist der Raketenwerfer aktiv. Sobald Braxy seine Äpfel pflücken will, wird er abgeschossen. Das wird der Oberhammer. Ich würde sagen, ich verstecke mich einfach hier oben auf dem Baum. Und dann beobachten wir das Ganze mal. Okay, okay. So, jetzt müssen wir nur warten. Wo ist Braxy? Hä? Nein. Braxy ist da hinten. Er kommt von da. Ist nicht schlimm. Passt auf, Leute, was passiert? Er wird abgeschossen. Oh, habt ihr das gesehen? Braxy wurde direkt umgebracht vom Raketenwerfer. Es hat perfekt funktioniert. Der ist richtig OP. Der hat ihn einfach mit einem einzigen Schuss getötet. Boah, der Prank hat auch funktioniert. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. So, ich bin wieder in meiner Höhle angekommen. Und jetzt ist es Zeit für den nächsten Prank. Und zwar seht ihr schon, was ist das? Das sieht aus wie ein Grasblock, aber das ist kein Grasblock, denn passt auf, Leute. Und zwar ist das Fake-Gras. Wenn ich das hinmache, kann man da einfach durchfallen und dann baue ich da eine coole Falle hin. So, ich habe alles, was ich brauche und jetzt bauen wir direkt die Falle auf. Das wird so ein lustiger Prank. Braxy ist wieder da unten. Okay, ich glaube... Ja, wo geht der hin? Das ist sehr gut. Okay, okay, jetzt schnell auf den Weg machen. Wir machen die Falle direkt für seine Haustüre hin. So, dafür baue ich einmal hier das ganze Gras ab. So, genau. Einmal ein schön großes Loch hier hin machen. So sieht das jetzt aus. Jetzt mache ich hier so Spikes hin. Oh mein Gott, das wird so lustig. Und jetzt kommt Fake-Gras drüber. Ihr seht, das sieht aus wie ganz normales Gras. Aber wenn er da drüber läuft, wird er da durchfallen. Direkt in die Spikes rein. Ich bin so gespannt, wie er reagieren wird. Okay, ich verstecke mich am besten wieder da hinten und schaue in meine Kameras rein. So, ich brauche meinen Kameramonitor. Zack. Und perfekt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Braxy kommt. Da kommt er. Oh nein, es hat funktioniert. Er ist drin. Guckt euch das an, Leute. Er stirbt. Oh Mann, er ist direkt gestorben. Guckt euch das an, Leute. Und er hat wieder all seine Sachen verloren. Oh Mann, armer Braxy. Aber naja, war nur ein Prank. So, ich bin wieder in meiner Prankhöhle. Und als nächstes haben wir das Item. Und Leute, glaubt mir, mit dieser Hand ist nicht zu spaßen. Die ist echt gefährlich. Boah, das wird richtig cool. Alle aufgepasst. Denn mit dieser Hand, Leute, kann ich einfach Blöcke anheben und sie wegwerfen. Zack. Komm direkt nochmal. Das ist richtig lustig. Oh mein Gott, guckt euch das an. Und damit kann ich Braxy einfach abwerfen. Zum Beispiel dann mit TNT oder sowas. Aber das war's nicht. Nein, schaut mal. Ich kann mich auch einfach teleportieren. Zack. Oh mein Gott, jetzt bin ich oben auf dem Baum. Oder ich will darunter. Zack. Oder ich will auf Braxy sein Haus. Zack. Oh, ist das nicht cool? Braxy, dein Haus sieht irgendwie ein bisschen kaputt aus. Upsi, das tut mir leid. Upsa, da ist ja noch ein Block weggeflogen. Und noch einer. Und da fehlt auch einer. Die liegen alle da drüben. Ich weiß gar nicht, wer das war. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Okay, jetzt würde ich sagen, muss ich irgendwie hier runterkommen. Oh, ich kann mich doch teleportieren. Komm schon, Lumi. Zack. Perfekt. Komm schon, wir klauen einfach überall Blöcke. Da einer. Und hier einer. Puh, sein komplettes Haus sieht richtig verstellt aus. Und da kommt auch einer hin. Und da... Und hier, oh, das komplette Haus sieht kaputt aus. Ich bin gespannt, wie Braxy darauf reagieren wird, Leute. Oh, ich weiß gar nicht, wo ist Braxy denn überhaupt? Der müsste eigentlich bald wiederkommen, Leute. Hm, ich lege mich so lange hier hin und warte. Hui! Oh, er hat eine Elytra.
Okay, na warte, Braxy. Was ist denn mit meinem Haus passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Hä, was macht meine Wolle denn hier unten? Haha, Leute, es hat funktioniert. Sein komplettes Haus ist kaputt. Das war richtig lustig. Aber egal, wir gehen zum nächsten Prank. So, ich bin wieder unten angekommen und wir gehen direkt zum nächsten Prank. Und zwar haben wir hier eine Kiste, aber keine normale Kiste. Das ist eine Kistenbombe. Sobald man die aufmacht, explodiert einfach alles. Das wird richtig lustig. Das heißt, ich werde die Kiste irgendwo in der Nähe seines Hauses platzieren. Und er wird die bestimmt aufmachen. Das wird richtig lustig. Die Frage ist, wo soll ich sie nur hinmachen? Ich habe keine Ahnung, wo Braxy ist. Aber ich mache die Kiste einfach mal dahin. Er wird sie schon irgendwann aufmachen. Oh Mann, oh Mann. Ich bin jetzt hier oben und da ist Braxy. Er hat die Truhe gesehen. Komm schon, mach sie auf. Hä? Wie kommt denn die Truhe hier hin? Was ist denn da drin? Wow! Aua! Oh Mann! Er ist gestorben. Es hat funktioniert, Leute. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach in die Luft gegangen. Oh Mann, armer Braxy. Ich hoffe, ihr seht mich hier nicht. Sonst denkt ihr, dass ich das fahre. Wir müssen schnell weg. So, ich bin wieder unten. Und es ist Zeit für den nächsten Prank, Leute. Und dafür habe ich was richtig Cooles. Schaut mal. Was ist das? Richtig. Das ist ein Zauberstab und der hat richtig coole Fähigkeiten. So, und zwar seht ihr schon, ich kann da zum Beispiel Felsbrocken machen. Ich kann Meteoriten beschwören oder ein Tornado verursachen. Das wird richtig lustig, Leute. Womit fangen wir als erstes an? Wie wär's mit einem riesigen Felsbrocken, den wir über Braxy drüber rollen lassen? So, komm schon. Oh, Braxy ist da vorne. Wir müssen das jetzt machen, Leute. Komm schon. Felsbrocken. Boom. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Lass mich. Oh Mann, Leute. Braxy ist direkt gestorben. Es hat funktioniert. Richtig cool. Das war der Felsbrocken. Aber wir haben auch noch einen Meteoriten. Passt auf. Jetzt, wo Braxy weg ist, kann ich sein Haus ein bisschen modifizieren. Wie wäre es mit einem Meteoriteneinschlag? Und... Oh, oh mein Gott. Oh, oh, oh. Was war das? Nein, 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 mein Haus. Oh, ich brenne. Nein. Oh Mann, Leute, Braxy ist wieder gestorben und sein komplettes Haus brennt ab. Oh, oh, das wollte ich doch gar nicht. Wir müssen das reparieren. Oh, komm schon. Oh Mann, okay, das Haus ist echt krass kaputt gegangen. Richtig lustig. Aber Leute, ich habe noch einen Tornado. Den müssen wir auch noch ausprobieren. Okay, Braxy, wo bist du? Zeig dich. Ich will nichts Schlimmes machen. Hallo, Braxy. Was machst du denn hier? Mann. Was ist denn mit deinem Haus passiert? Da ist irgendwas von oben runtergekracht. Also, das sieht echt nicht gut aus, Braxy. Oh, oh Mann, du Armer. Aber pass auf, da ist ein Tornado, Braxy. Wow. Oh. Oh Mann, Leute, es hat funktioniert. Der Tornado hat Braxy wieder umgebracht. Richtig cooler Prank. Aber Leute, ich muss schnell zurück. Braxy wird mir das bestimmt übel nehmen. So Leute, ich bin wieder in meiner Höhle und wir haben noch drei Sachen vor uns. Als nächstes haben wir das hier. Das ist ein Toxinbacke. Da ist ein ganz giftiges Gift drin. Wenn man da reinkommt, wird einem richtig schwindelig. So, ich habe alles, was ich brauche, Leute. Und jetzt nichts wie hin zu Braxys Haus. Okay, der muss aber hoffentlich jetzt gleich weggehen, weil sonst können wir das gar nicht machen. Komm schon, Braxy, du musst weggehen. Was macht der da? Okay, er geht weg, super. Jetzt schnell hin zu seinem Haus. Okay, okay. Passt auf, Leute, was ich vorhab. Ich werde jetzt hier reingehen und jetzt mache ich da oben einen Werfer hin. Daran machen wir das Toxin-Bucket rein, genau. Und ein Knopf drauf. Braxy ist richtig lost, glaubt mir. Der wird gar nicht wissen, was da abgeht. Der wird bestimmt da drauf drücken und dann wird sein komplettes Haus mit Toxin überschwemmt. Das wird richtig cool. Okay, komm schon, wir müssen uns verstecken und warten, bis Braxy kommt. Okay, okay. Ich bin versteckt, Leute. Und ich sehe Braxy, seinen Namen da hinten schon. Er kommt sehr gut. Er hat den Knopf wirklich gesehen. Komm schon, drück drauf, Braxy. Ja, er hat drauf gedrückt. Oh. Oh Mann, Leute. Er ist gestorben. Er wurde direkt vergiftet. Es hat funktioniert. Ein richtig lustiger Prank. Aber glaubt mir, Leute, der Prank wird noch viel lustiger. Denn schaut mal, das sind Diamanten. Aber keine normale Diamanten. Da ist nämlich ein Fluch drauf. Und sobald man diese Diamanten zum Craften benutzen möchte, verschwinden die einfach. Das wird richtig cool. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Braxys Haus und fragen ihn mal, ob er vielleicht ein paar Diamanten gebrauchen kann. Na, na, na.
Oh, hallo Braxy, was geht? Oh, hi Lumi, ich hab heute voll so einen Pechtag. Ein Pechtag? Warum? Was denn los? Guck dir das an. Irgendjemand macht die ganze Zeit so komische Sachen mit mir. Was ist denn da in deinem Haus, Braxy? Das stinkt ja. Vielleicht passt das ganz gut. Schau mal, was ich dabei hab, Braxy. Oh, Diamanten, damit kannst du mir helfen. Willst du die Diamanten haben, Braxy? Okay, ja. Ausnahmsweise gebe ich dir die Diamanten. Boah, daraus du bist der Beste. Ich weiß. Daraus kannst du dir bestimmt was Cooles bauen, findest du nicht? Ja. Oh Mann, wenn er nur wüsste, Leute, der Arme. Die werden gleich verschwinden, wenn er was bauen möchte. So? Oh, Braxy, ich gehe dann mal. Ja, wir hören uns später. Viel Spaß. Oh Mann, Leute, passt auf. Hä? Wo sind die Diamanten? Oh, Lumi. Braxy, ich muss echt los. Ich habe echt viel zu tun. Oh, meine Diamanten. Oh Mann, es hat funktioniert, Leute. Seine Diamanten haben sich in Luft aufgelöst. Das war richtig lustig. Oh Mann, der Prank hat auch super funktioniert. So, Leute, wir sind beim letzten Prank angekommen. Und ja, der Prank ist sehr simpel, aber richtig lustig. Ich zeige euch das. Denn wir werden jetzt unter Braxys Haus alles voll mit TNT machen. So, okay, ich bin auf dem Weg zu Braxys Haus, Leute. Oh Mann, das wird richtig lustig. Braxy steht da und er scheint echt traurig zu sein. Aber glaub mir, das ist der letzte Prank für heute, Braxy. So, hier ist sein Haus. Oh Mann, und ich werde jetzt hier drunter alles voll mit TNT machen, Leute. Das wird richtig lustig. So, hier ist jetzt genug Platz. Und jetzt machen wir hier überall TNT hin. Und dann kommt oben eine Druckplatte hin und dann wird alles explodieren. Okay, schnell, wir müssen uns beeilen, bevor Braxy wiederkommt. Okay, perfekt. Jetzt hier noch eine Holzdruckplatte hin machen und dann wird alles hochgehen. Das wird der Oberknaller, Leute. Okay, jetzt müssen wir uns schnell in Sicherheit bringen, weil ich glaube, die Explosion könnte ziemlich groß werden. Oh Mann, Braxy tut mir schon ein bisschen leid. Oh nein, er geht ins Haus rein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, hä? Oh. Was war das? Ich bin eingeschlafen. Oh, Moment mal. Ich wollte doch Braxy heute pranken. Der ist schon draußen. Der läuft da schon rum. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und tut mir leid, ich habe es ein bisschen verschlafen. Auf meiner Couch war es zu gemütlich. Wir werden heute wieder meinen Freund Braxy prank. Ich habe mir was richtig Cooles überlegt. Aber bevor wir anfangen, lasst wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben. Dann abonniert den Kanal für mehr Videos. Und Leute, ihr seht schon, ich habe keine Ahnung, was macht der da draußen? Aber egal, Leute. Heute heißt es wieder Prank-Prank-Time. Denn wir werden Braxy wieder richtig hops nehmen. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal ganz kurz runter. Denn ihr seht, ich habe aktuell nur eine Axt dabei. Und ich wollte mir noch ein Schwert holen gehen. Ihr seht ja hier in meinem großen Keller, müssen wir eigentlich noch irgendwo ein Schwert haben. Die Frage ist nur, in welcher Truhe? In welcher Truhe könnte das... Hä? Leute, da fehlt was. Seht mal, da fehlt ein Block. Was ist denn... Hä? Leute, die Truhe kenne ich gar nicht. Was ist... Ich glaube, da ist eine geheime Truhe da unten. Wartet mal. Lass da mal reingucken. Was ist das denn? Hä? Da ist ein geheimes Buch, Leute. So. Hä? Was ist das, Leute? Ich nehme das mal kurz mit hoch. Okay, das ist merkwürdig. Wer versteckt denn in meinem Haus ein geheimes Buch, Leute? Okay, Achtung, zack, 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 zack. Oh, das ist ja merkwürdig. Schaut mal, das Buch heißt, seht ihr das? An Lumi. Wer schreibt mir denn ein Buch? Ist das etwa Braxy gewesen, Leute? Egal, wir schauen da mal rein und hä? Was steht da? Hallo, mein Enkel. Solltest du dieses Buch finden? Sorge dafür, dass es niemand Falsches in die Hände bekommt. Begib dich zum alten Campingplatz. Dort befindet sich hinter einem Baum ein geheimer Hebel? Hä? Den Rest selbst herausfinden. Leute, das ist ein Buch von meinem Opa. Der ist eigentlich schon lange verstorben, Leute. Aber ja, ich vermisse ihn ehrlich gesagt schon. Deswegen wundere ich mich auch, dass er mir ein Buch hinterlassen hat. Er meint irgendwas von einem Campingplatz? Stimmt. Ich habe hier auf meiner Insel einen Campingplatz da hinten. Okay, ich muss mal gucken. Oh, Braxy. Okay, Leute, ich hoffe, hey, Braxy... Hey, Lumi! Oh nein. Ich habe auf dich gewartet. Was machst du? Hi, Braxy. Was geht? Geht. Was geht?
Was geht? Ey, schlag mich doch nicht. Ich hab's eilig. Ich wollte noch zum Bäcker neue Brötchen holen. Lass später gemeinsam irgendwas machen. PS4 zocken oder so. Okay, wir treffen uns später. Bis dann. Okay, Leute. Ihr wisst, ich mag Breaks. Wir wollen ihn aber heute pranken. Und das Ding ist, ich will nicht, dass er das mitbekommt. Weil irgendwie, das Buch ist ja für mich. Und mein Opa meinte, wir sollen am Campingplatz nach irgendeinem geheimen Hebel schauen. Okay, jetzt sind sie am Campingplatz. Aber er meinte, wir sollen hier irgendwie nach einem geheimen Hebel Ausschau halten. Hinter einem Baum oder so. Oh Gott, ich hoffe, das ist kein fieser Prank von Brexy, Leute. Aber hier ist nirgends so ein Hebel. Oder bin ich blind, Leute? Gummi! Oh nein, Brexy kommt schon... Mami, hier ist doch nicht der Bäcker. Ich wollte mich nur kurz am Lagerfeuer aufwärmen. Es ist ziemlich kalt heute draußen, Brexy. Okay, ciao. Ciao. Oh, das war knapp. Aber wo ist denn jetzt der... Warte mal. Seht ihr das auch, Leute? Schaut mal. Hier. Da ist wirklich ein Hebel. Nein. Ich leg den jetzt um, Leute, bei 3. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, Brexy sieht das nicht. Mein Opa hatte recht. Hier ist wirklich ein geheimer Hebel. Und da geht's nach unten, Leute. Oh, ich wollte zwar eigentlich Brexy pranken, aber das ist gerade wichtiger, Leute. Wir gehen einmal hier runter. Was ist hier? Und oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Mein Opa hat einen geheimen Bunker gehabt. Und hier ist alles aus Diamanten. Ich wusste gar nicht, dass mein Opa so reich ist. Aber er meint, den Rest soll ich selbst herausfinden. Aber was ist hier denn? Hier sind nur ganz viele Truhen, aber hier sind alle leer, Leute. Was? Moment, was ist das? Schaut mal, was ist das denn? Das ist eine passwortgesicherte Truhe. Wir brauchen ein Passwort für diese Truhe, Leute. Mein Opa muss bestimmt irgendwo das Passwort versteckt haben. Komm schon, Opi. Ich kenne dich doch. Irgendwo? Moment mal, da ist schon wieder so ein freier Block, Leute. Genau wie vorhin. Was ist da? Da ist ein Schild, Leute. Und da steht ein Code drauf. Ich glaube 8811. Okay, lass den Code mal ausprobieren, Leute. 8811. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht mir wie ein Rezept aus. Obsidian, Eisenbachen, irgendein komisches Item, was ich nicht kenne. Okay, Leute, ich übernehme das mal 1:1. So, mein Inventar. Weil das sieht mir ziemlich stark nach einem geheimen Crafting-Rezept aus. Lasst mal schnell in mein Haus und schauen, ob man da was draus bauen kann. Das sieht mir ziemlich merkwürdig aus. Ansonsten, ich hoffe, Brexy sieht das hier nicht. Er darf auf keinen Fall die geheime Base von meinem Opa finden, Leute. Oh, ich glaube, es ist auch schon dunkel geworden, Leute. Okay, schnell zurück zu unserem Haus, Leute. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, was wir daraus bauen können. Okay, vielleicht hat mein Opa mir ja wirklich etwas Geheimes hinterlassen. Okay, komm schon. Schnell rein ins Haus, Leute. Komm schon. Ja, okay. So, okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal schnell hoch zu meiner Werkbank und dann schauen wir mal, was ich daraus bauen kann. Oben ein Obsidian, da zwei Eisenbachen, jetzt da runter, das in die Mitte, das links, das da und das da. Was ist das denn? Was? Eine Portalgun? Moment mal, Leute. Was zur Hölle? Wow, was? Das ist eine Portalwaffe, Leute. Oh mein Gott. Meint ihr, die funktioniert? Das wäre perfekt, weil ich wollte Brexy heute sowieso pranken. Okay, warte. Lumi, wo bist du? Oh nein, nein, nein. Lumi! Nein, ich hab die... Lumi, bist du noch am Lagerfeuer? Brexy, ich höre dich schreien. Brexy! Hä, wo ist denn Lumi jetzt auf einmal hin? Brexy, ich finde dich nicht. Wo bist du? Hä, wo bist du denn jetzt? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Du bist da hinten bei den Campingplätzen. Brexy, hi. Wo warst denn du die ganze Zeit, Mensch? Beim Bäcker Brötchen holen, habe ich doch gesagt. Hast du die Brötchen? Kann ich ein Brötchen haben? Ich habe mega Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, du musst dir mal vorstellen, weißt du, was heute für ein Tag für mich war? Ich bin morgens aufgestanden und dann war ich wach. Okay, ja, natürlich habe ich ein paar Brötchen für dich, Brexy. Boah, du bist der Beste. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Ja, Ja, Brexy, ich muss aber schnell auf Toilette und dann komme ich gleich wieder, okay? Bis gleich. Soll ich hier auf dich warten? Ja, warte ruhig da. Okay. Die Leute, ich will jetzt diese Portalgun ausprobieren. Ich hoffe, Brexy sieht das nicht. Okay, wir gehen mal hinter das Haus, Leute. Okay, meint ihr, das funktioniert wirklich? Ich schieße einfach mal gegen das Haus jetzt, Leute. Und... Wow, das ist ja wirklich ein Portal, Leute. Wartet. Und ich schieße jetzt als nächstes einfach mal da gegen den Baum. Und... Leute, schaut mal.
Ich sehe mich selber, das Portal funktioniert wirklich und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann... Wow, Leute, das ist perfekt. Oh, damit können wir Breaks hier richtig krass pranken. Wartet, wenn ich jetzt nochmal ein Portal mache, hier, zack, und ich schieße jetzt einfach mal oben gegen die Wand da und zack, wow, und... Schaut mal jetzt. Jetzt sehe ich Braxy da unten einfach durch das Portal, Leute. Wir gehen mal durch. Wartet. Und jetzt bin ich hier oben. Oh, ist das cool, Leute. Oh mein Gott. Okay, warte. Wir schießen jetzt hier. Und dann, Achtung, schießen wir einmal. Er darf das nicht sehen. Wir schießen dahinter gegen den Baum, Leute. Und zack. Okay, okay. Und jetzt gehen wir hier durch. Wow. Schnell zumachen. So, hi, Braxy. Ich bin wieder da. Hi, Lumi. Hi. Ja, was wollen wir heute machen, Braxy? Hast du schon irgendwas geplant? Ab zum Spielplatz. Zum Spielplatz willst du? Okay, dann lass zum Spielplatz gehen, Braxy. Los, wer zuletzt da ist, kriegt eine Strafe. Was? Eine Strafe? Ja. Okay, wie du meinst, Braxy? Wo bist du? Ja, auf dem Spielplatz. Hier bin ich. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Wie schnell bist du denn? Ja, ich habe geübt. Ich habe jetzt den Supersprint hingelegt. Und, Alter. Aua. Nicht mal springen kannst du. Tatsächlich, Braxy, fällt mir auch gerade ein. Oh Mann, ich habe meinen Kuchen noch im Backofen. Oh, ich muss meinen Kuchen schnell holen gehen, Braxy. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Nein, ich krieg das schon alleine hin, Braxy. Alter, du brauchst wieder so lange, Mann. Beeil dich. Okay, ich bin gleich wieder da. Oh Mann, Leute. Oh, das ist so cool, diese Portalwaffe. Ich will Braxy damit richtig krass pranken. Wir können damit so viele coole Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel ein Portal in sein Haus reinmachen und ihn heimlich beklauen. Wartet mal. Braxy meinte heute früh noch zu mir, er wollte sich heute den neuen Fernseher kaufen. Es gibt einen neuen Fernseher im Angebot, im Laden. Den könnten wir eigentlich einfach klauen, wenn er den sich heute kaufen sollte. Okay, lass das schon mal ganz kurz vorbereiten. Ich platziere schon mal ein Portal in seinem Haus und dann könnten wir einfach seinen Fernseher klauen. Also, er wollte den heute kaufen. Also, okay, ich hoffe, er sieht das jetzt nicht. Leute, wir gehen einfach schnell bei ihm rein. Boah, wo machen wir das am besten? Okay, ich glaube, er guckt bestimmt nicht über die Tür, Leute. Okay, dann gehen wir einfach hier über die Tür. Zack, machen da ein Portal hin. So, und dann machen wir hier wieder zu. Und dann gehen wir schnell zu meinem Haus und machen da auch ein Portal hin. Wobei, meint ihr, Leute, dass ich vielleicht auch TNT und Lava durch ein Portal transportieren kann? Das wäre ja richtig fies. Okay, jetzt schnell bei mir zu Hause rein. So, dann gehen wir mal schnell hoch, Leute. So, und jetzt mache ich das Portal hier hin. 3, 2, 1 und... Jetzt kann ich hier direkt in Braxy sein Haus rein. Schaut mal von oben. Wow. Wollen wir das mal ausprobieren, Leute? 3, 2, 1 und... Wow. Aua. Leute. Oh, das hat wirklich funktioniert. Lumi, bist du zu Hause? Oh Mann, Leute, Braxy schreit schon wieder über die ganze Insel. Braxy, hör auf so zu schreien. Du wächst die ganzen Nachbarn auf. Bist du zu Hause? Ich komm rein, ja? So, Braxy, wo bist du denn? Hallo? Lumi, Alter, du brauchst zu lange. Ich habe keine Lust mehr. Ich muss jetzt einkaufen. Ach, da bist du. Ja. Ja, du wolltest dir doch diesen Fernseher heute kaufen, oder nicht? Ja, und das mache ich jetzt auch. Und ohne dich. Du bist kein guter Freund. Warum bin ich denn kein guter Freund? Du bist kein guter Freund. Tschüss. Der wird schon sehen, Freunde. Der wird sich jetzt den neuen Fernseher kaufen gehen. So. Hier gibt es doch jetzt irgendwo einen. Ach, da ist mein Fernseher. Der ist sogar im Angebot. Ich nehm den jetzt einfach mal mit. Bezahlt habe ich schon online. Tschüss. Oh, ich kann es kaum erwarten, meinen Fernseher zu Hause anzubringen. Lumi wird staunen. Es gab nämlich nur noch einen Fernseher zur Verfügung und den habe ich auf der gesamten Insel. So. Okay, Leute, Braxy müsste jetzt jeden Moment mit seinem Fernseher zu Hause ankommen. Weil, Leute, ich habe eine richtig... Ja, ich muss schon sagen, gemeine Idee, aber was wäre, wenn ich jetzt einfach einen Lava-Eimer hier reinschütte? In sein Haus rein und... ich weiß, es ist gemein, aber... Braxy war auch gemein zu mir, Leute. Ich müsste irgendwo noch Lava-Eimer in meinem Keller haben. Wartet mal. So, Leute, ich war jetzt eben Lava holen. Braxy müsste jetzt jeden Moment kommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt einfach gleich hier Lava reinmachen in das Portal. Und dann werde ich Braxy einfach mit Lava überschütten. Okay, Leute. Okay. So, Leute, jetzt würde ich sagen, hole ich kurz mein Telefon raus. Und dann rufen wir Braxy mal kurz an. Ich muss ja wissen, wann er nach Hause kommt. So, es klingelt. Oh. Hi, Braxy. Yo, was ist? Wie sieht's aus mit deinem Fernseher? Du wolltest doch einen Fernseher kaufen gehen, oder nicht? Ja, aber das geht dich gar nichts an. Ich bin jetzt zu Hause mit meinem Fernseher gleich. Jeden Moment gehe ich durch die Tür. Du Blödmann. So, Leute, ich würde sagen, wir platzieren jetzt das Lava. 3, 2, 1 und... Oh, ja. Ah, was ist das? Oh, Leute.
Schaut mal. Oh, oh nein, ich glaube, ich habe Rexy verbrannt. Das, sein komplettes Haus brennt, Leute. Oh nein. Oh nein, Leute. Das wollte ich doch gar nicht. Ich muss schnell zu Rexy, Leute. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ich glaube, das ging zu weit. Oh, Rexy, sein komplettes Haus geht kaputt, Leute. Oh nein, das wollte ich nicht. Nein, Rexy. Rexy, brauchst du Hilfe? Was ist denn? Dein komplettes Haus brennt ja, Rexy. Ich komm hinten, warte, ich komm von hinten rein. Warte, Rexy, Rexy. Hier drüben. Oh, wo bist du, Rexy? Hier drüben. Ich hab den Fernseher, Leute. Wo? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Hilfe. Aua. Das hat weh getan. Wo bist du? Hier. Aua. Wo bist du, Rexy? Hier, komm mal weg. Wie ist denn Lava in mein Haus gekommen? Oh nein, mein Haus. Schnell das Portal weg, Leute. Oh. Nein. Wo kam denn das Lava her? Ruf die Feuerwehr an. Nein, ich krieg so Ärger. Ich hab doch nichts gemacht. Mein Haus. Ja, Rexy, schau mal. Ich glaube, das liegt daran, dass du vorhin so gemein zu mir warst. Rexy. Mein Haus. Das kriegen wir schon wieder heile, Rexy. Mach dir mal keine Gedanken. Weißt du, wie viel Ärger ich bekommen werde? Ja, aber vielleicht war dein Fernseher auch einfach... Du hast ja vielleicht einen China-Böller gekauft. Vielleicht war der defekt und er ist explodiert. Ich weiß nicht. Oh, Leute, schaut mal, was ich habe. Ich habe seinen Fernseher. Ich weiß, es war schon ziemlich gemein, Leute. Aber Rexy war auch gemein zu mir. Das ist meine Rache an ihn. Schaut mal, ich habe ihn einfach richtig fett hops genommen. Aber Leute, ich glaube, am Ende werden wir Rexy ein paar Diamanten schenken. Sonst wäre das schon ziemlich gemein, wenn sein Haus jetzt kaputt bleibt. Aber schaut mal, jetzt habe ich seinen Fernseher einfach. Wow. Boah, der passt doch perfekt hierhin. Und zack. Jetzt habe ich seinen Fernseher einfach. Oh Mann. Leute, diese Portalwaffe ist echt zu krass. Wow. Leute, ich habe noch eine Idee. Und zwar wollte ich eine Falle bauen. So, Leute, ich glaube, der Prank hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, jetzt bauen wir noch eine kleine Falle für Rexy. So, für die Falle müssen wir uns hier mal ganz kurz in den Berg reinbauen, weil ich habe eine richtig coole Idee, Leute. Passt auf. So, jetzt brauche ich einmal hier eine Spitzhacke. Zack. Und jetzt bauen wir hier ein ganz kleines Loch rein, Leute. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhab. So, genau. Pass auf, Leute. Jetzt graben wir hier einmal runter. Und da machen wir jetzt einmal Lava rein. Und hier auch nochmal Lava. Hoho. So, hier müssen wir zumachen. Zack. Und da. Und jetzt, pass auf, Leute. Nehme ich meine Portalwaffe. Und mache hier ein Portal drüber. So, das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Und wenn ich jetzt irgendwo anders ein Portal hinmache, man da reinläuft, fällt man dann einfach da hinten in die Lava rein. Okay, ich glaube, Rexy mag bestimmt keine Lava mehr, nach dem Vorfall eben. Aber Leute, wir müssen es ihm heimzahlen. Er war von so gemein zu mir. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch diese Falle. Ich weiß bloß gerade gar nicht, wo Rexy ist. Oh, da hinten läuft er, Leute. Komm schon. Wir müssen jetzt schnell zu Rexy, Leute. Am besten ist, ich verstecke mich irgendwie oben auf einem Baum oder auf seinem Haus, dass ich das auch gut von da aus schießen kann, weil ich muss ihm ja das Portal genau vor die Nase schießen, Leute. Okay, es ist gerade am Haus reparieren, so wie es aussieht, Leute. Okay, komm, wir bauen uns schnell hoch auf sein Haus, Leute. Komm schon. Und sobald er rauskommt, schießen wir ihm das Portal vor die Füße. So, wir müssen jetzt ganz leise machen, Leute. Okay, so. Ich bin jetzt auf seinem Haus drauf, Leute. Der baut jetzt gerade sein Haus zusammen. So, Leute, okay. Ich werde ihm das jetzt gleich vor die Nase schießen, sobald er dahin läuft. So. Okay. Was macht Rexy da? So, jetzt lass den Wassereimer nehmen und da... Wow! Nein! Oh, Leute, schaut mal. Ich glaube, Rexy ist an der Lava verbrannt. Oh Mann. Oh, Leute, ich glaube, es hat perfekt funktioniert. Er ist genau da reingelaufen. Oh Mann. Uiuiui. Leute, das hat perfekt funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach wird. Oh Mann, Leute. Uiuiui. Oh, ich glaube, Rex wird jetzt richtig sauer sein. Oh.
glaube, er hat jetzt all seine Sachen verloren, Leute. Aber ich glaube, wir müssen noch irgendwas machen, um uns ein bisschen zu entschuldigen, weil das Haus sieht schon ein bisschen kaputt aus, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein Portal über ihn machen und dann werden wir es einfach durch das Portal Diamanten regnen lassen, okay? So, okay, Leute, dafür machen wir am besten da oben ein Portal, da sieht man es nicht direkt. So, okay. Und wenn Brax dann hier so gelaufen kommt, werden wir es dann Diamanten regnen lassen. Okay, ich glaube, das ist eine gute Idee, Leute. Ich glaube, ich habe noch so viele Diamanten von meinem Opa. Ich glaube, das wird... Nein, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Braxy, aber warum? Ich wollte dir nur helfen. Ich habe nur Pech. Ich werde hier ausziehen. Ich werde hier nie wieder sein. Tschüss. Nein. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Braxy möchte ausziehen. Jetzt meine Sachen packen. Oh, Leute, wir müssen uns beeilen. Oh, Mann. Braxy möchte einfach ausziehen. Oh, Leute, ich habe bestimmt noch Diamanten unten in meinem Keller. Wartet. So. Okay, in einer Kiste muss ich noch Diamanten haben, Leute. Oh, wo sind die nur? Oh, ja, da, Leute. Okay, jetzt schnell ein Portal machen, Leute. Zack, zack. Okay, und jetzt lassen wir es Diamanten regnen, Leute. Ich hoffe, Braxy sieht das. Zack, komm schon, wir lassen es Diamanten regnen, Leute. Oh, Braxy muss das sehen, Leute. So, ich habe meine Sachen gepackt. Ich gehe jetzt raus. Es reicht mir hier. Nur Pech, mein Haus ist kaputt. Was ist das denn? Ich hab Diamanten! Ich bin reich! Oh, Braxy, ich bin fast eingeschlafen, aber wir haben die Stunde endlich geschafft. Ich sag dir ehrlich, Mathe war echt anstrengend. Oh Mann. Braxy, ich wollte noch auf den Spielplatz. Hast du Lust mitzukommen vielleicht? Auf den Spielplatz? Nee, heute nicht, Mann. Ich hab heute leider was Dringendes zu tun. Hä, was? Aber wir haben doch keine Hausaufgaben bekommen. Lass uns auf den Spielplatz gehen. Ja, aber ich muss noch meiner Mutter helfen. Ich komm später dazu, okay? Du musst deiner Mutter helfen? Bei was musst du denn helfen? Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Das ist eine Überraschungsparty. Ey, aber was musst du denn helfen? Du, also, hä? Ja, ich muss eine Überraschungsparty planen. Du musst eine Überraschungsparty machen. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das natürlich. Okay, dann viel Spaß, Braxy. Ciao. Aber, hä, wo, Leute, wo läuft Braxy denn lang? Sein Haus ist doch da hinten. Und der guckt doch die ganze Zeit. Bitte, was guckt der so komisch? Okay, wir dürfen nicht so auffällig gucken, aber irgendwas stimmt nicht. Der verheimlicht mir doch irgendwas. Wo geht der denn lang, Leute? Das will ich jetzt wissen. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, warte mal, wir schleichen uns. Wo läuft Braxy denn lang? Huh? Der wollte doch eine Überraschungsparty vorbereiten. Der darf uns nicht sehen. Wir verstecken uns hinter den Bäumen, Leute. Läuft der lang? Er geht da hoch. Was macht der da? Der darf uns nicht sehen, Leute. Okay, wir gucken noch mal ganz langsam. Was geht der hin? Was macht der da? Bitte, was? Er ist da reingegangen. Huh? Leute, irgendwas verheimlicht mir Braxy. Okay. Oh, das macht mir gerade echt ein bisschen Angst. Hä? Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Braxy muss mir irgendwas verheimlichen. Aber ich habe da eine richtig gute Idee, Leute. Und zwar habe ich ja zu Hause eine richtig super ultimativ geheime Kiste. Und das zeige ich euch gleich. Da habe ich ganz viele Sachen, womit wir Braxy heute heimlich ausspionieren können. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal schnell. So, endlich zu Hause angekommen, Freunde. Oh Mann. Aber was mache ich wegen Braxy? Das macht mir echt ein bisschen Angst. Aber ich zeige euch jetzt erstmal meine geheime Kiste. Das ist eigentlich perfekt. Und zwar seht ihr hier in meinem Haus, ich habe da so ein paar Fässer. Und wenn ich da mal reinschaue, guckt euch das an, Leute, was ich hier alles habe. Damit können wir Braxy heute richtig gut ausspionieren. Ich habe einmal Kameramonitore, womit ich in geheime Kameras schauen kann, die auf der kompletten Insel platziert sind. Dann haben wir einmal so ein Schrumpfgerät, mit dem wir uns richtig klein machen können. Wir haben einen Unsichtbarkeitstrank. Ich habe hier solche One-Way-Class-Blöcke. So, Leute, ich zeige euch das auch direkt. Und wenn ich diesen Block nämlich jetzt irgendwo hinmache, dann seht ihr schon von vorne, sieht das ganz normal wie ein normaler Block aus. Aber von hinten kann man dann einfach durchschauen. Damit können wir Braxy auf jeden Fall richtig gut ausspionieren. Zack. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch so ein Radar, dass sobald da jemand vorbeiläuft, bekomme ich ein Signal geschickt und weiß, dass da jemand ist. Das ist auch richtig OP. Und zu guter Letzt habe ich nochmal so ein X-Ray-Gerät und das ist richtig stark, meine Freunde. Denn wenn ich das jetzt einfach mal aktiviere, ich zeige euch das mal. 3, 2, 1 und zack, dann seht ihr schon, werden alle Spieler auf der kompletten Karte einfach so eingehüllt. Und ich kann die Spieler durch jede Wand einfach durchsehen. Das ist auf jeden Fall auch richtig stark. Und ich glaube, damit können wir Braxy auf jeden Fall ausspionieren. So, aber ich mache das jetzt erstmal wieder rein. Ich muss mal gucken. Braxy müsste jetzt eigentlich wieder zu Hause sein, Leute. Vielleicht können wir da schon mal die erste, ich sag mal, Falle aufstellen. So,
Und zwar hätte ich gesagt, nehmen wir dieses One-Way-Glas und machen das mal an sein Haus ran, dass wir auch immer bei ihm reinschauen können. So. So, Leute, aber bevor ich das jetzt mache, lasst da auf jeden Fall ein Like für da und abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich richtig, richtig freuen. Und aktiviert auch die Glocke, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Braxy. Sag mal, ist der zu Hause? Ich glaube, der ist sogar zu Hause. Was ist denn da los? Okay, klopfen jetzt einfach mal an bei Braxy. Ich sag zu ihm, ich will mit ihm das neue Dino-Buch lesen, was ich gekauft habe. Klopf, klopf. Hallo, Braxy, bist du zu Hause? Hi, Lumi, ja, komm rein. Hi, schau mal. Ich habe das neue Dino-Buch mitgebracht. Wollen wir das gemeinsam lesen? Ich habe das extra gekauft eben. Nein, wir lesen doch schon so viel in der Schule, Mann. Nie hast du Lust, mit mir ein Buch zu lesen, Braxy. Ja, aber wir lesen doch schon so viel in der Schule. So, hier haben wir das. Was machst du da gerade, Braxy? Ich habe heute gesehen nach der Schule. Wo bist du da lang gelaufen? Also, warst du spazieren oder was hast du nein, da gemacht? Nein. Ich bin außen rum gelaufen. Also, ich bin ja dann, ich bin direkt nach Hause gegangen. Warum? Ja. Okay, ich verstehe. Braxy, bei dir ist echt ziemlich kalt. Magst du nicht vielleicht mal kurz runter in den Keller gehen und die Heizung vielleicht ein bisschen hochstellen? Weil ist das Ach so, echt, ja, klar. Mir ist echt kalt, muss Problem. Ich sagen, Braxy. Also, ich mache aber nicht zu heiß, ja? Ist alles ja, ziemlich teuer das, geworden. Ja, ja. Okay, das ist unsere Chance. Schaut mal, ich habe extra ein paar mehr von diesen Blöcken mitgenommen. Aber warte, Lumi. Braxy, was ist denn los? Willst du noch was trinken? Bring mir ruhig eine Cola von unten mit, Braxy. Aber es ist nicht umsonst. Dann nicht, Braxy. Dann mach einfach warm. Okay, Leute. Okay, jetzt, okay. Wir machen das hier, Leute. So, ich baue jetzt hier das in der Wolle ab. Komm schon, zack. Oh, komm schon. Okay, so, und jetzt nehmen wir das Glas, Leute, und machen das hier hin. Und jetzt seht ihr schon, das fällt gar nicht auf. Da ist eine ganz normale Blockwand. Also, die nehmen nämlich automatisch die unteren Blöcke an. Lumi, ist es schon warm da oben? Ja, Braxy, also, Es ist auf jeden Fall. Gewittert schon. Es ist auf jeden Fall besser. Boah, guck mal, jetzt wird es auch richtig kalt raus. Es hat nämlich angefangen mit Regnen. Aber, Braxy, ich glaube, es ist schon dunkel. Ich muss wieder nach Hause. Meine Mama wird sonst sauer. Okay, lieben Gruß. Tschüss. Tschüss, Brax. Mach's gut. Mach's gut. Oh, es regnet, Leute. Okay, aber passt auf, ich zeige euch das jetzt ganz kurz. Und zwar habe ich ja dieses unsichtbare Glas platziert. Und schaut mal jetzt von der Seite. Kann ich einfach reinschauen und Braxy sieht. Warte. Nein. Habt ihr das auch gesehen? Braxy hat Diamanten. Das kann nicht sein. Braxy hat nicht so viel Geld. Wisst ihr, wie viel ein so ein Diamant auf dieser Insel wert ist, Leute? Für einen so einen Diamantenblock könnte man sich locker 3 von solchen Häusern kaufen. Hä? Hat da jemand was gesagt? Oh, ich war zu laut. Nein. Er da. Leute. Oh nein. Komisch. Das darf Lumi da? Nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Das kann nicht sein, Leute. Warum hintergeht nicht? Diamanten. Komm zu Papa. Oh Mann, Leute. Irgendwas stimmt nicht mit Braxy. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Diamanten hab. Lalala. Ey, Lumi! Lumi? Hey, Brax, was machst du denn hier? Hast du was vergessen? Es regnet und ich habe mich unter deinem Haus kurz gestellt, weil ich wäre doch sonst nass, Braxy. Du weißt doch. Ach so, okay. Hast du vielleicht einen Regenschirm oder sowas für mich? Oh, nee, leider nicht, sorry. Okay. Ja, ich renne jetzt einfach schnell nach Hause. Wir sehen uns morgen, okay? Jo, ciao. Vergesst den Mathe-Test nicht. Okay, egal, Leute. Wir rennen jetzt schnell nach Hause. Aber irgendwas stimmt mit Braxy nicht. Habt ihr das auch gemerkt? Der hat einfach ganz viele Diamanten und er meinte, ich darf das nicht sehen. Also Leute, ich sag euch, Braxy verheimlicht mir irgendetwas. Ich hab eine Idee, Leute. Schaut mal, ich hab doch diesen Radar. Ich glaube, ich werde diesen tragbaren Radar nehmen und werde ihn nochmal hinten auf diesen geheimen Weg platzieren, wo Braxy gestern langgelaufen ist. Und sobald Braxy dann nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Und dann wissen wir, dass wir schnell aufstehen müssen und dann nochmal langschauen müssen. So, ich würde sagen, wir nehmen diesen Radar jetzt einfach mal. Und ich nehme mir auch gleich noch ein paar Fackeln mit und meine Diamantspitzhacke, Leute. Auf die habe ich so lange gespart. Ich habe einfach 3 Jahre lang mein komplettes Geburtstags- und Weihnachtsgeld gespart für diese Spitzhacke, Leute. Deswegen, Diamanten sind ja echt viel wert. Deswegen frage ich mich auch, wo Braxy so viel Diamanten her hat. Aber ich würde sagen, Leute, es ist gerade noch dunkel draußen. Braxy würde sich jetzt eigentlich schlafen legen um diese Uhrzeit. Vor allem, es regnet auch draußen, Leute. Oh, ich glaube, es hat auch aufgehört mit Regen. Das ist sehr gut, Leute. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal dahinter,
wo Braxy gestern langgelaufen ist. Und dann platzieren wir da diesen Radar auf den Boden. Und sobald Braxy dann nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Aber wartet, Leute. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich werde am besten gleich noch Kameras mitnehmen und die mitplatzieren, dass sobald ein Signal kommt, ich in die Kameras reingucken kann. Und dann sehe ich auch genau, was Braxy macht. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal zur Schule und platzieren da den Radar und die Kameras. Und dann sehe ich auch, was Braxy da im Schilde führt. Oh, ich bin jetzt bei der Schule. Und ich muss sagen, ich habe echt Angst. Ich war noch nie allein um die Uhrzeit draußen. Es ist mitten in der Nacht, Leute. Wir dürfen nicht so laut machen. Am Ende wartet hier irgendjemand auf mich in der Schule. Vielleicht ist Braxy sogar hier und ich weiß es gar nicht. Okay, lass uns mal schauen. Wo ist Braxy da gestern langgelaufen nach der Schule? Hier ist doch so ein Trampelpfad. Der muss hier öfters langlaufen. Ich platziere einfach mal so im Gras hier so einen Sensor, Leute. Kommt. Zack. Und sobald Braxy hier langläuft, bekomme ich dann ein Signal. So. Und dann platzieren wir am besten auch noch irgendwo hier eine Kamera. Ich würde sagen, wir platzieren die einfach mal hier in den Baum am besten, dass man es nicht direkt sieht. So. Da oben am besten. Zack. Boah. Und dann können wir immer direkt gucken, wenn jemand langläuft. Okay. Sollte reichen. Ich traue mich da auch gar nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo Braxy da lang ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell zurück und dann schauen wir mal, was passiert, Leute. Nein. Hä? Was macht denn Braxy da? La, 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 la. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Braxy, warte mal. Ey, ja? Stopp mal. Was machst du? Es ist mitten in der Nacht. Was machst du hier draußen? Ich wollte zum Supermarkt. In den Supermarkt? Ja, ich muss zum Supermarkt. Ich muss noch, der ist ja 24 Stunden geöffnet. Und was willst du im Supermarkt, Braxy? Sachen, was man so braucht. Toilettenpapier, das fällt dir um 2 Uhr in der Nacht, wird dir das ein. Ja. Und danach gehst du wieder nach Hause. Ja. Okay, dann viel Spaß, Brax. Tschüss. Ciao. Boah, das war knapp. Das ist merkwürdig. Aber na gut, vielleicht ist er wirklich nur einkaufen. Ich meine, sollte er wirklich nochmal dahin gehen mit in der Nacht? Also ich meine, wenn Braxy will... Der gerade in die Ecke geguckt und guckt, was ich mache? Okay. Ah, das ist schon sehr verdächtig. Aber sollte er wirklich nochmal dahin gehen, was ich nicht glaube, weil wer geht um 2 Uhr nachts in den Wald, dann würde ich ein Signal bekommen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir legen uns jetzt einfach schlafen und sollte Braxy nochmal da langlaufen, was ich echt nicht glaube, dann kriegen wir ja ein Signal. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich lege mich jetzt in mein schönes, warmes Bett ein, weil ich bin echt müde. So. Boah. Nein. Schaut mal unten links. Radar. Braxy ist in der Nähe deines Radars. Leute, er ist wirklich... Das Signal schlägt die ganze Zeit aus. Er ist wirklich dahin gegangen. Leute, ich muss schnell meinen Kameramonitor holen und in die Kameras schauen. Schnell, schnell, schnell. Oh, schnell reingucken, Leute. Oh, ich fasse es nicht. Leute, was hat sich Braxy da auf den Kopf gesetzt? Das ist... Ich mag das gar nicht aussprechen, aber das ist gar kein gutes Zeichen. Leute, ich getraue mich da gar nicht, aber wir müssen uns das eigentlich anschauen, weil irgendwas muss da ja sein da hinten. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme mir jetzt so dieses Schrumpfgerät mit und dann werden wir uns ganz klein machen und uns dahin schleichen und uns anschauen, was Braxy da zu verstecken hat. So, komm schon. Oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. So, komm schon. Oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. Oh Mann. So. Leute, die Sonne ist mittlerweile schon voll aufgegangen. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt ganz klein machen, damit ich auf jeden Fall auch von niemandem gesehen werde. So, okay. Wir machen uns jetzt wirklich... So, wir machen uns jetzt auch wirklich ganz klein, Leute. Und 3, 2, 1. Wow. Guckt an, wie klein ich bin, Leute. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, ich glaube... So sollten wir auf jeden Fall von niemandem gesehen werden. Oh, Braxy kommt wieder. La 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 la. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Braxy Geheimnisse hab. La 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 la. Oh, war das knapp. Oh, zum Glück habe ich mich klein gemacht, aber... Leute, ich gehe da jetzt hoch. Irgendwas muss da doch sein. Oh, okay, komm schon. Ich werde mich jetzt da oben hintrauen, Leute. Okay. Komm schon, ich schaff das. Was ist das hier? Guckt euch das an, was... Hier ist so... Hier ist einfach ein Wald und hier ist so ein großer Busch, aber Braxy ist da irgendwie reingegangen. Wartet mal. Kann man hier durchgehen? Wartet mal, Leute.
Hier ist eine Falltür. Oh mein Gott. Braxy verheimlicht mir also irgendetwas. Oh. Soll ich da wirklich reingehen? Braxy versteckt da irgendwas vor mir. Und... Oh, was ist das da oben? Oh. Okay. Egal. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein, Leute. 3, 2, 1 und... Oh. Oh. Nein, Leute. Ein Alarm ist angegangen. Oh. Braxy hat da einen Alarm versteckt. Was ist denn jetzt der Alarm angegangen? Braxy kommt. Schnell verstecken, Leute. Hä? Oh nein, wieder irgend so ein Viech. Mann, Fehlalarm, Alter. Ich muss schnell weg, bevor Lumi kommt. Boah, das ist nochmal knapp gewesen, Leute. Braxy dachte ernsthaft, irgendein Tier hat das aufgemacht. Okay, der Alarm sollte jetzt erstmal stillgelegt sein. Jetzt sagen wir... Hier geht's ganz tief nach unten. Okay, Leute, ich werde mich jetzt wieder groß machen. Zack. Ich gehe da jetzt runter. Schnell zumachen und... Leute, was ist das? Wo geht's denn hier hin? Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Braxy, was versteckst du hier? Was ist... Das hier ist eine Tür, aber... Die geht nicht auf und was ist... Da drin? Da drin ist irgendwas. Da ist irgendeine Maschine. Wir brauchen irgendwie... Oh nein. Wir brauchen einen Code, Leute. Ich weiß doch gar nicht, was ich eingeben soll. Irgendeins vielleicht? Oh nein. La 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 la. Braxy ist wieder da. Nein, Braxy kommt. Was soll ich nur machen? Oh Leute. Leute, zum Glück habe ich mein... Unsichtbarkeitstrang. Mitgenommen, Braxy, komm schon. Schnell, 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 schnell. Ich bin unsichtbar. La, 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 la. Was macht Braxy? So. Da sind wir. Was macht Braxy denn hier, Leute? Oh mein Gott. So, wer ruft mich denn jetzt an? Ja, Mama. Nein, ich bin mit Lumi gerade. Das stimmt gar nicht. Er schwindelt. Doch, ja, nein, ich bin mit Lumi. Ich bin, seine Mama hat uns zum Essen eingeladen. Tschüss. So. Was macht er da? Boah, 0, 0, 1, 2. Falsch. Oh Mann. 0, 0, 1, 1. Ha. Oh. So. Was hat er? Oh nein. Lala, so viele Diamanten für mich. Felix. Was hat so der viele da? Diamanten für mich. So. Ich sehe nichts. Was macht Braxy da? So, das muss ich hier reparieren. Ich sehe nichts, Leute. Was macht der da? Gott sei Dank weiß keiner, dass ich hier bin. So. Was ist für mich? Braxy, los, Leute. Das macht mir Angst. So. Sehe ich gut aus. Komm wieder, Leute. Guckt euch das an, Alter. So. Muss ich hier erstmal raus. 0, 0, 1, 1. Schnell raus. So. Was? Braxy hat... Seit wann? Er hat eine komplette Diamantenrüstung. Das... Irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen da rein, Leute. Wir müssen da rein. Oh Mann, wir müssen da rein, Leute. Was verheimlicht Braxy mir denn? Ich muss mich an den Code erinnern. Irgendwas mit 0... 1, 0, 0? Oh nein, wie war der Code? 0... 8? Nein. 0... 1, 2? Oh nein, wir haben nur noch einen Versuch, Leute. Komm schon, Lumi, erinnere dich. 0... Ich glaube 0, 0, 1, 1. Oh, ja, es hat funktioniert. Schnell rein. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht mir aus wie eine geheime Diamantenduplizier-Maschine. Das ist höchst illegal. Oh, jetzt weiß ich auch, woher Braxy diese ganzen Diamanten hat. Braxy hat einfach eine geheime Diamantenduplizier-Maschine, womit er sich ganz viele Diamanten duplizieren kann. Aber
Wie funktioniert das? Weil ich brauche Codes dafür. Boah. Und er verheimlicht mir das einfach. Er hätte mir ja auch ein paar Diamanten abgeben können, Leute. Wisst ihr was? Ich würde einfach alles in den Diamanten klauen. Ich hätte einfach alles klauen. Er wird schon sehen, was er davon hat. Ich glaube einfach alle Diamanten, die er hier rumliegen hat. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Muss auch hier oben das... Was sind das für Diamanten? Das ist eine Leuchtvitrine. Da braucht man auch einen Code für. Ich krieg das auch nicht kaputt. Nein. Rex, Rexy, komm. Leute, nein. Ich habe auch keinen Unsichtbarkeitstrank mehr. Was soll ich machen? Schnell. Schnell, komm schon. Komm schon. Schnell. Was soll ich machen, Leute? Schnell zumachen. Nein, Leute, schaut mal, da oben Braxy kommt. Oh nein! Er wird sehen, dass die ganzen Diamanten weg sind. Was soll ich nur machen? Leute, Braxy kommt immer näher. La 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 0011. So. Hä? Wer war das? Wer war hier drin? Oh nein, Leute! Hier stimmt was nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht ist der Täter hier noch irgendwo. Oh nein. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht. Oh, ich werde dich finden. Nein, Leute, was soll ich nur machen? Hä? Was ist das hier? Oh nein. So ist hier... Hier ist noch Bruchstein. Nein. Lumi? Braxy, es tut mir wirklich leid.